und Herren. Da sind wir. Hier ist der Werner Wehn, herzlich willkommen. Ja, eine ganz schöne Rennerei, kann ich Ihnen sagen. Es ist wunderbar. Eben noch in Flensburg und jetzt 600 Kilometer nach Köln. Das ist geht schnell. Von aber vier Sekunden. Engel reisen. Nee. Wenn Engel reisen. Ja, ja, zum Glück habe ich geflügelt. Das hat mir etwas erleichtert. Immer mein Handy-Caption. Ja. Das Caption habe ich in Flensburg gelassen. Ich habe gedacht, ein Handicap habe ich ja heute mit Ihnen hier noch. Vielen Dank, Frau Vielen Dank. So, damit gehen wir es auch schon an. Ich freue mich auf euch. Ingo, ist was mit Oma? Nee, mein Vogel. Mein Vogel ist gestorben. Nein. Und ja, ach so. Und wenn das mit Vögeln aufhört, du weißt ja, wie das bei mir ja, ist. Ja, ich weiß, da das ist. Ich finde mich jetzt ein bisschen underdressed. Ja. Ich habe auch das Gefühl. Du bist so overdressed. Aber ich finde, es steht ihm. Ein bisschen abheben. Sonst hat er ja immer den schwarzen Anzug. Ja, steht ja, ich hatte halt bei Minigolf ein bisschen Fummel. Das ist echt Rheinkiesel Alcantara. Nee, wie heißt das? Alpaka? Nein, wie heißt Veleda. Veleda. Jetzt wird nicht mehr gelacht, meine Damen und Herren. Denen wird das Lachen schon vergehen. Die Fragen sind sehr schwer, sehr lustig. Wir haben übrigens wieder schöne Fragen von Ihnen bekommen. Und wenn Sie noch Fragen zu Hause haben, ich sage nachher die Adresse. Und dann wäre es schön, wenn Sie die schicken würden. Wir gehen nach Rheinland-Pfalz, wir gehen nach Waldsee. Dort wohnt Michael Giegel. Michael Giegel wohnt in Waldsee. Michael. Und Michael Giegel hat eine wunderschöne Frage. Sie lautet wie folgt. Warum werden im November 2007, also bald, über 300 Kloschüsseln in der indischen Wüste Thar aufgestellt? Kleine Information, die euch sicherlich helfen wird. Es handelt sich um genau 325 Kloschüsseln aus Porzellan, die in Reih und Glied in der indischen Wüste Thar aufgestellt werden. Für die Indienkenner unter euch, die nächstgelegene Stadt ist Pushkar im Nordosten des Landes. Ich weiß es. Bitte. Weil da genau wie bei uns in Deutschland im November totales Scheißwetter ist. Deswegen stellen die das da auf. Ich glaube, dass da etwas gepflanzt wird. Die brauchen diese Kloschüssel, ja, um da eine schöne Hydrokultur In die Kloschüssel eine Hydro. Ja, natürlich. Da ist ja Wasser genug drin. Wir haben ja Wassermangel in Indien. Ja. Und in Klos ist ja immer Wasser drin. So. But maybe they make a big party. Big Indian party. And they make chicken tandoori. And the chicken tandoori very, very sharp. You know, and they have to go to toilet very soon, you know, and have to, you know. Because, das kann eigentlich alles gar nicht sein, doch, weil wer schon mal in Indien war, weiß, dass die eigentlich gar nicht diese Sitzklos haben, sondern die stehen eigentlich eher so darüber. Ja. Das scheint also eine Kunstausstellung zu sein. Und die sagen, guck mal, die im Westen sind so scheiße, dass die sogar im Sitzen kacken. Also unfassbar, die sind so faul. Und das ist wahrscheinlich so eine Demonstration gegen uns. Ja, du hast natürlich völlig recht, das ist das neue Christo-Projekt. Ja, von den beiden Christo, vom Ehepaar Christo. Aber die packen doch alles. Die machen da erst die Kloschüssel ran und dann werden die noch verhüllt. Große Freude. Ja, es könnte aber auch sein, dass zum Beispiel in der Wüste eine große Party stattfindet. Was Herr Kessler ja gerade sagt. Genau. Und dann würden die aber Dixie-Häuschen aufstellen. Nein, aber damit die dann nicht da einfach in die Wüste kotzen, sondern sich wirklich was zum drüberhängen haben. Ah. Ja. Das ist stilvoll. Ja, das ist einfach was Wichtiges, damit man das von einem Satelliten aus sehen kann. Ist das etwas indisches Gotteszeichen? Ja. Oder eine Kloschüssel vom Satellit. Warum? Nee, sind ja immerhin 375. 325. 25, ja. Und dann kann man die vom Mond aus sehen und dann haben die Inder auch mal ein gutes Gefühl. Sozusagen. Wer soll denn die vom Mond aus sehen? Der indische Astronaut, der darauf fährt. Wie heißt denn der? Nein. Nein, der Mensch vom Space Shuttle, Sie meinen den Space Shuttle. Ach so, nicht den Mond. Ich kenne auch keinen indischen Astronauten. Ja, eben. Also deswegen, das wäre jetzt der Erste. Ach so, nein. Wahrscheinlich haben die dessen Namen so, die Initialen mit den Kloschüsseln dann in die Wüste geklöppelt. Die können sich wahrscheinlich einfach nicht diese hochwertigen Reflektoren leisten. Also die werden wahrscheinlich so eine Art Sonnenkollektoren da aufbauen, weil sie gedacht haben, ja, diese richtigen können wir uns nicht leisten, stellen die Kloschüsseln, weil die, wenn die schön poliert sind, glänzen die wunderbar, wenn man die dann so. Die haben das mit den Schüsseln einfach falsch verstanden. Die kriegen da sogar neuen Live mit rein, das könnte natürlich sein. Ja. Das ist die Klodecke. Oh, hoch den Herz an! Ja. Ja, aber. Wenn der Herr Hohecker jetzt nicht schon die richtige Antwort hat, dann sag ich es. Dann sag ich es schnell. Ja, sagen Sie mal. Das ist aber durch. Zwar, ja, das ist eine ganz seltene Wüstenschlange, die sie in Freiheit erstmal gezüchtet haben, auf einem guten Stand. Nee, die war fast ausgestorben. Dann die haben Schlange. Die gezüchtet, die Schlange, Die Kloschlange. Und die ist das aber jetzt gewohnt, da in ihrer Zuchtanstalt
Die ist Porzellan, die ist einen gewissen Luxus gewohnt. Jetzt das haben ist die Schlange immer auf den Flughäfen nach dem, Fliegen, nach dem Flug von den Frauenklos. Ja, das ist. Ich rede jetzt im Moment von der Schlange, die, das Tier. Das Tier. Die Klobrillenschlange. Ja. Nein, die auch nicht. Ich meinte jetzt einfach die berühmte, fast ausgestorbene Wüstenschlange. Die ist so gelb, naja, egal. Die wird jetzt wieder ausgewildert und für die gibt es jetzt, oder auch für Skorpione, irgendeine seltene Tierart, diese Schüsselchen, dass die da erstmal sich heimisch und muckelig ihre Nester machen und von da dann den großen, weiten Weg in die Wüste gehen können. Um zu überleben. Und deswegen stellen die 325 Kloschen neben. Das finde ich auch nicht. Die Zahl 325 muss ja für irgendwas stehen. Aber ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, das ist nicht. Nein, nein. Könnten auch 326 sein. Ja, es sind aber 325. Die hat wahrscheinlich also irgend so einer hat die gekauft. 300 wird ein Hotel bauen. Das Einzige, was jetzt fertig ist, sind die Klos. Jetzt ist er pleite gegangen und ich stehe jetzt halt einfach rum. So, okay. Also die werden dahingestellt noch im November. Also vielleicht das Problem in der Wüste ist ja, dass in der Wüste mehr Leute ertrinken, als das verdursten. Was? Ich dachte bei der Gelegenheit noch ein bisschen Allgemeinwissen und genau, so. Genau wie das Nilpferd das gefährlichste Tier in Afrika ist. Genau. So. Ja. Und das Problem ist, dass in diesen Wadis immer ganz plötzlich Wasserschwalle hindurchgehen, wenn die Regenzeit einsetzt, weiter nördlich. Ah. Vielleicht ist das eine Markierung dieser Wadis und man benutzt diese Kloschüsseln, weil die am stabilsten, am robustesten sind und auch nicht weggeweht und erodieren können. Erodieren. Nein, es geht darum wahrscheinlich um Erziehung. 325 geht wahrscheinlich in die Wüste. Da werden wahrscheinlich irgendwelche Horden auch durchlaufen, Männerhorden wahrscheinlich. Und die pissen immer im Stehen irgendwo in die Wüste. Das ist ekelhaft. Ja, und da hat die Emanzipationsbeauftragte gesagt, die müssen Sitzpinkler werden. Müssen quasi in der Wüste lernen, sich auf die Schüssel zu setzen. Da hat ja damals Gandhi schon für gekämpft. Ja, natürlich. Das war ja sein Einsatz. Eben. Ne? Das sind Kloschüsseln. Sind das Hängeklos? Also kann man. Ach du Liebe. Ja, das ist ein Hängeklo. Das hängt an der Wand, da kannst du besser drunter putzen. Ja. Wer putzt denn noch? Das sind keine Hängeklos. Wo sollte man die auch hinhängen? Ja, zum Beispiel das wäre die nächste Frage. Die will jemand aus dem Saarland wissen, warum indischer da 325... Indischer Polterabend! Natürlich. 325 Klos werden einfach... Obwohl, die zerspringen ja nicht, wenn man die deshalb sind das ja so viele. Hast du eine Ahnung? Wenn die hoch genug schmeißt, gehen die auch kaputt. Eventuell doch eine Art Markierung, weil die Kloschüssel in der Tat besonders robust ist, weil in Wüsten werden doch gerne diese Hochgeschwindigkeitsrekorde aufgestellt von Autos oder so Raketenautos. Hat es da vielleicht etwas mit zu tun? Also die, glaube ich, werden eher auf Salzseen aufgestellt. Aber warum? Okay. Also es sind richtige Klos zum Draufsitzen, nur ohne Brille und ohne Deckel. Also Wasseranschluss, denke ich mal. Die züchten da vielleicht. Nicht. Es ist nur so, es muss irgendeinen Grund geben, warum man ausgerechnet Kloschüssel nimmt. Ich möchte darauf hinweisen, ja, bitte. Dass eine Kloschüssel den Ausgang nach unten hat. So, jetzt seid ihr dran. Super. Ja, die züchten da Palmen. Da sollen Bei den Hängeklos, da geht's nach hinten. Ja. Da werden Palmensamen drin. Ich war ja schon am Anfang bei der Hydrokultur. Da sind es Palmensamen drin. Palmen quasi. Naja. Ich glaub, oder vielleicht heißen die bei Palmen auch Zwiebeln. Ach, die züchten da Pflanzen natürlich Kakteen. Natürlich, klar. Ist ja logisch. Letzte Chance, dann sag ich's. In der Wüste ist es trocken. Ja. So, und es wird da was gezüchtet, was nur im Trockenen gedeihen kann, weil wenn es flüssig ist, dann wird es wieder kleiner. Und zwar Klosteine. Klosteine, wenn Wasser ist, wenn einer drauf pinkelt, werden sie kleiner. Im Trockenen können sie wachsen. Und das ist richtig. Bitte. Ich sag's euch jetzt. Wie jedes Jahr findet auch im November 2007 in der indischen Wüste Thar eine der weltgrößten Kamelmessen statt. Also weit mehr als 10.000 Menschen werden dort als Besucher erwartet. Und die meisten übernachten natürlich unter freiem Himmel. Es gibt aber auch besonders betuchte Kamelhändler. Und für die wird ein Wüstenzeltlager errichtet. Unter anderem mit luxuriösen Einzelparzellen. Und bevor das passiert, werden die Kloschüsseln, so sieht das Ganze aus, in Reih und Glied aufgestellt. Da kommt dann ein kleines Zelt drüber. Und der betuchte Inder kann dort in Ruhe kacken. War jetzt nicht so ganz weit von dem entfernt, was nicht so ganz weit, aber mit der Party warst du ganz nah dran. Ja. Ganz nah dran, Kamele. Michael Giegel aus Waldsee, 500 Euro. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir gehen jetzt mal nach Viersen. Dort wohnt Roman Dussier. Schöner Name, Roman Dussier. Oder Roman Dussier.
Oder Roman Dussi. Also, ich sage einfach Roman, er wird ja wissen, wie er heißt oder wie er ausgesprochen wird. Roman hat folgende Frage. Was sind die sogenannten Heidi-Tests? Die Heidi-Tests? Ja. Wie viel Klamotten kann man übereinander tragen, bevor Frau Rottenmeier es merkt? Da hätte ich jetzt gesagt, wie viele kleine Ziegen, aber das lassen wir weg. Der Heidi. Die Heidi-Test, das war ja so, wenn ich das nochmal rekapitulieren darf. Heidi war beim Almö auf der Alm, wurde dann, glaube ich, nach Frankfurt, ne, am Main ausgelagert, zu der kleinen Clara, oder wie hieß sie, im Rollstuhl, und hatte furchtbares Heimweh. Deswegen gehe ich also mal davon aus, ein Heidi-Test ist entweder etwas mit, also mit Lebewesen, entweder Kindern oder aber auch vielleicht Tieren, die man eben versetzt in andere Orte oder auch vielleicht Pflanzen, und guckt, ob die dort eingehen oder wachsen können. Die heißen Heidi-Tests. Also ich glaube, das der Heidi-Test... Heidi-Test. Ja, es geht um Heimweh. Nein, nein, das ist alles falsch. Heidi ist ja ganz neu besetzt. Es geht hier um German Next Topmodel. Das ist der Heidi-Test. Ach so. Ja, das ist natürlich wahr. Ja, und das heißt, die Schlussfrage ist der Heidi-Test. Ja. Stimmt. Na, aber was könnte das jetzt sein? Beim Heidi-Test könnte, also können die, mach. Das könnte aber auch zum Beispiel was sein, was Kollege Franz Beckenbauer, weil seine Frau Heidi Burmeester, Heidi Beckenbauer, bei der Weihnachtsfeier, ja gut, sicherlich, ja, dann machen wir mal den Heidi-Test, ob ich dich heiraten kann. Sowas in die Richtung, könnt ihr mir vorstellen. Franz ist aber, Heidi Klum hat ja einer, die hat ja Hans und Franz. Ja. Ist ja interessant. Heidi-Tests, die sogenannten Heidi-Tests. Wer macht denn den Heidi-Test? Das ist eine gute Frage, wer macht Heidi, den denn? Ist das Heidi denn eine Abkürzung, ja. H-E-I-D-I? Was könnte es denn heißen? Hochdruck. Hochdruck. Heidi. High Definition ist nicht gut. High Definition Test. Heidi ist keine Abkürzung. Professor Dr. Eduard Heidi. Eduard stimmt nicht. Beckenbauer. Gunther Heidi hat. Beides falsch. Auch Heidi ist falsch. Die rote Heidi gab es doch auch mal, oder? Die rote Heidi. Ah, Wiczorek-Zoll. So, Heidemarie Wiczorek-Zoll. Ah, Entwicklungsministerin. Ja, Entwicklungsministerin. Heidi, aber die heißt Heidemarie. Da hat jemand mit Haarfarbe rumgetestet. Hieß immer die rote Heidi. Ja, geht es denn eventuell um das Kinderbuch, diese kleine Heidi, von der wir am Anfang sprachen, Herr Balder? Ich glaube, es hat was mit der Heidi zu tun. Der hat es zu tun. Also geht es, Heidi-Test, ist es etwas in den Schweizer Bergen? Oh, das muss einfach, ja, dann bleibe ich aus der Hotze. Ist es ein Test in den Bergen? Ja, und zwar, die hat es beim Almöhi in der Hütte gewohnt. Der Heidi-Test ist, ob vielleicht Almhütten wetterfest sind. Oder wann geht dir die Luft aus da oben oder so? Wann krank? Nein, das ist ein Echotest. Das ist ein Echotest. Und zwar stehen die da, die Heidi-Tester, die stehen also in den Bergen, ja, und versuchen ein Echo zu erzeugen und schießen dann. Und es kommt aber kein Echo. Und dann sagt er, schieß halt noch einmal. Ja, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist der Heidi-Test. Zum Beispiel jetzt letzte Weltmeisterschaft Fußball, Jürgen Klinsmann fällt mir dazu ein, der hat ja unsere Jungs, hat er gesagt, wir müssen schneller laufen können als die anderen. Und Heidi ist ja immer so ganz komisch über diese Erdkrümmung gerannt. Hat ihr so gesagt? So, und er hat vielleicht, ja, das ist vielleicht der Test, den Metzel da lahm und so, ja, und dann hat Jürgen gesagt, ha, den muss man aufsaugen, ha, genau so müsst ihr laufen, ja, dann, was ich, auf Bäume klettern, auf Ziegen steigen und so weiter, irgendwie, dass das WM-Vorbereitung 2006 war möglicherweise. Also sind wir im Sport. Ich bin nah dran, ne? Könnte das sein? Nein. Richtig. Ist der Heidi-Test... Ist der Heidi-Test vielleicht der Test, wie viel Bernhardiner passen auf ein Kind, bevor es platzt? Weil, ja, bitte! Nein, das ist immer, ja, weil dann, immer wenn sie kam, kam dieser Bernhardiner angefangen. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl zu dieser Antwort. Ist es denn etwas mit Kühen oder mit Ziegen? Wie zum Beispiel ein Melktest domestiziertem Vieh auf einer Alm? Ist es einfach ein Test, wie schnell vielleicht Kühe von einer Alm ins Tal getrieben werden? Almabtrieb. Und wenn ich Abtreiben schon höre, dann ja, ist vor allem, wenn ich Melktest, vielleicht der Melktest beim Almöhi, das kann alles sein. Ne? Ist das halt so eine Art PISA-Test für einen Kindergarten? Dass man beispielsweise, ich sag mal, wenn man dieses Kinderbuch lesen kann, dann hat man sich qualifiziert und kann... Wie heißt der Almöhi? Wie heißt die böse Frau? Und kann dann in der Puppenecke als Türsteher anfangen.
den Lego-Kasten verteidigen. Aber die Idee finde ich gut. Herr Wahler, sind wir in der Psychologie? In der Psychologie? Also ist es ein Test für, ja, für Kinder oder für alte Männer? Ja. Das würde ich Belgien wird das auch gerne. Du kannst ja heute mal einen Film machen. Angenehm. Es ist ein Test für Kinder. Für was, für Kinder? Was für Kinder? Für Kinder, nein, wo die Eltern gestorben sind, weil Heidis Eltern sind ja gestorben. Also Waisen. Waisen. Ein Test für Waisenkinder. Nein. Adoptiv. Nicht Waisen. Für aber Kinder gibt es inzwischen gibt es auch so lustige Sachen wie Rent an Oma und Rent an Opa. Ja, es gibt doch wirklich Pensionäre, die auch einsam sind. Ja, von die moderieren Kinder dann mal eine Sendung. Und vielleicht ist und es gibt ja ganz viele Familien, die sich freuen würden, wenn so gerentete Omas auf ihre Kinder aufpassen, weil die Kinder alleine zu Hause sind. Also, aber ihr solltet vielleicht die Kinder und Senioren zusammenpassen, Herr Bartsch. Ihr solltet vielleicht erstmal rauskriegen, um was für Kinder es sich denn handeln könnte. Also es sind Ausländerkinder von adoptierte Kinder. Nein, es sind Kinder, die bei ihren Eltern wohnen. Ja, in der Regel schon. Ist das so ein Geografietest, wo die Schweiz liegt oder sowas? Dass die ich das, weiß, was es sind. Es sind schlecht synchronisierte Kinder. Keiner Insider. Wir hassen diese japanisch animierten Kinderfilme. Genau, mit den Spitznamen. Ich habe Heidi gesehen, wie sie bei Clara Heimweh bekommen hat. Und Leute, ich habe geweint. Das ist der Heidi-Test. Tränen sind aus meiner Emotionalität, testet man damit bei Kindern. Nein. Ist der Heidi-Test ein Test von Kindern, ob die flügge genug sind, dass man sie auf eine Freizeit schicken kann? Also in eine Urlaubssituation. Alleine mit anderen Kindern schicken kann. Ein Einschulungstest einfach. Würde es euch helfen, wenn ich euch die Antwort sage? Ja, ja, ja. Gewisserweise würde uns das nur, helfen. Wenn, du wenn die Sie Antwort das dann aber wieder vergessen und uns dann antworten lassen. Ich sage euch die Antwort. Also. Oh, jetzt kommt der Heidi-Test. Kinderärzte und andere Fachleute in diesem Rufe untersuchen mit Hilfe der sogenannten Heidi-Tests, ob Säuglinge bzw. Kleinkinder richtig sehen können. Ach, süß. Ja. Ja, schön, das war's. Bei einem Test zum Beispiel sind auf Karten Kindergesichter abgebildet, die lächeln oder traurig gucken oder lachen oder weinen. Bei anderen Tests ist auf den Karten ein unterschiedlich stark kontrastiertes Gesicht zu sehen. Die Karten habe ich da. Und da wird dann zum Beispiel getestet, ob das Kind Kontraste wahrnehmen kann. Jetzt muss ich gucken, dass ich das alles richtig mache. Erst kommt die Karte und dann macht der Arzt dieses. Ach, wie süß. Oh, wie süß. Hat aber nicht meine Frisur. Und dann guckt er, ob das Kind reagiert. Und dann macht er dieses. Es fehlt nur noch ein Bart. Und jetzt? Da ist es schon ein bisschen weniger. Ja. Aha. Und dann kommt da nur noch 2,5% Kontrast. Oh. Und dann guckt er, ob das Kind das auch noch sieht. Und damit kann der Kinderarzt natürlich genau und was hat das jetzt mit Heidi? Dass du aus, diese wenn Figur das in Milch getaucht wäre. Der Heidi etwas ähnlich sieht. Ich glaube, ich habe... Also, ich finde, es sieht eher aus wie der Mann im Mond. Ich muss jetzt mal eben... Eine Zuschauerin hustet so furchtbar einen Bonbon verteilen. Ja. Gut, ich sage einfach, Robert ist hier. Sie kriegen 500 Euro. Gratulation. Sehr gut. Der Heidi-Test. Der Heidi-Test. Also wenn überhaupt, war das ein Smiley-Test, ja, ja, aber kein Heidi-Test. Also mit Bart wäre es der Adi-Test, aber da hätten sie sich nicht getraut. Er heißt Heidi-Test und das schon ganz, ganz ja, mit uns lange. Können sie es ja machen, Herr Balder. Nächste Frage. Die spinnen die Augenoptiker. Ich habe das aus meiner Kindheit anders in Erinnerung. Können, ja, können Sie uns verarschen, können Sie sich Herr Balder, dann noch dran erinnern? Ja. An Heidi? Nein, an Ihre Kindheit. Ach, Herr Balder. Ja, doch, ich meine. Meine Kindheit, die war ja noch in diesem Jahrhundert. Natürlich, also nein, ja. Das ist falsch. Scheiße, wenn die alten Witze mal erzählen. So, meine Damen und Herren, wenn Sie auch schöne Fragen zu Hause haben, tun Sie uns den Gefallen, schicken Sie uns hier einfach genial daneben 50616 Köln. Anrufen können Sie auch 01378 1120 oder einfach eine E-Mail fragen @genialdaneben.de. Wir freuen uns über alle Ihre Fragen. Und freuen uns auch, wenn uns hier jemand besuchen kommt und eine Frage mitbringt. Zum Beispiel Nadine Kraft, sie wohnt an sich in Trebur, ist heute Abend irgendwo unter uns. Nadine, wo finden wir sie? Im, dort, direkt in der Ecke. Nadine, herzlich willkommen bei uns. Eine sehr schöne Frage, ich bin sehr gespannt. Es geht um 500 Euro und die geben wir Ihnen sofort Cash auf die Hand. Nadine möchte wissen, was ist das Krokodilstränenphänomen? Das Krokodilstränenphänomen ist, wenn Krokodile beißen, dann treten quasi... Die, also, wie heißt das dann? Dann werden Augen. Diese Augen und diese Tränendrüsen werden zusammengepresst
und die Krokodilstränen treten hervor. Und deswegen sagt man immer Krokodilstränen, weil man quasi keinen Grund hat zu weinen und trotzdem weint. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was wirklich der Krokodilstränen-Effekt ist. Das dachte ich mir. Ja, eben. Wenn Mutti die Krokotasche will und Vati sagt, die kaufe ich dir aber nicht, sie ist zu teuer, dann kriegt sie die Krokodilstränen und flennt. Oder das ist das Krokodilstränen. Oder wenn man mit einem, wenn man in der Türkei im Urlaub war und dann mit einem nachgemachten Lacoste-T-Shirt nicht durch den Zoll kommt. Weint man die Krokodilstränen beim Zoll? Es heißt Krokodilstränen-Phänomen, ja? Krokodilstränen-Phänomen. Phänomen. Ist es nicht so, dass die Krokodile auch wie so ein paar andere Reptilien diese lustigen Lieder haben, diese von links nach rechts? Und ist es vielleicht einfach das Phänomen, ist es ein medizinisches Phänomen vom Augenarzt für eine besondere Augentrockenheit? Ich glaube, das Gegenteil sind besondere Tränen, die dann auftauchen, wenn der einatmet, ausatmet oder niest. Also bei irgendeiner Sache, die einen erhöhten Druck aufs Innenauge aber erzeugt. Leute, blöde Frage jetzt mal. Es gibt doch diesen Ausdruck, man weint Krokodilstränen. Ja, aber das was bedeutet das denn? Ja, weil wenn die beißen, die packen die. Also wenn das Krokodil frisst sich das Krokodil. Und wenn das Krokodil dann zusammenbeißt, dann sieht es so aus, als wenn das Krokodil dir nachweinen würde. Ist aber reine Verarsche. Das also wären wir in der Medizin. Ja, also Medizin sind da sind wir auch, ja. Augenheilkunde. Augenheilkunde? Das ist eine besondere Absonderung der Augen. Krokodilstränen-Phänomen. Vielleicht also gibt es... Vaginen! Vielleicht hat es was mit Schweißdrüsen zu tun. Es gibt auch Menschen, die unaufhörlich schwitzen müssen. Und vielleicht, das ist wie Tränen, also wie Bäche an ihnen herunterläuft. Das heißt, es ist ein Phänomen, was mit den Schweißdrüsen zu tun hat. Und was man eventuell operativ in den Griff bekommt. Mit Schweißdrüsen? Ja. Ich würde da an Blut denken. Vielleicht gibt es so ein Phänomen, dass einzelne Blutstropfen aus irgendwelchen Gründen aus der Haut heraustreten. Und wie Tropfen Stigma? Oder wie Tränen... Nee, das nennt man Kreuzigung. Die... Oder wenn so ein... Ist meistens exogen, keine endogene oder Problematik. Wenn so ein Krokodil jemanden gefressen hat, also dass er das Blut sozusagen über die Augen wieder raus... Nein, ich glaube, das ist beim Menschen. Ich glaube, es ist beim Menschen. Es ist ja ein medizinisches Problem. Es ist beim Menschen. Das Krokodilstränen, wenn man sich beim Kontaktlinsen einsetzt. Also wenn es da was mit Fressen zu tun hat, es gibt ja so Menschen, die können so spritzen. Kannst du das? Was? Wenn man so die Zunge hochhebt, da kann man so spritzen mit. Ja, wenn ich gähne, dann passiert das. Das passiert sehr häufig. Das sind dann die Krokodilstränen, die ich... Ja? Vielleicht ist das ja... Es war doch nur eine Frage, hätte ja sein können. Hat es damit zu tun, dass wenn man müde ist, reibt man sich die Äulchen, weil die Schleimhäute so trocken wie weil der Sandmann da war. Ja, genau. Eigentlich ist das der richtige Grund. Aber man reibt sich automatisch die Augen, weil die Augen so trocken werden und man regt darüber die... Wir sehen erst den Abend. Es ist gut. Man reibt sich automatisch... Super schön, wann wird die Sendung gesendet? Läuft man auf Kika? Auch morgens um 9 in Ruhe bleiben. Also man reibt sich automatisch die Äulchen, damit wieder die Flüssigkeit produziert wird, weil man so trockene Augen in der Mitte hat. Das ist dann das Krokodilstränen-Phänomen. Ja, damit wieder Flüssigkeit nachkommt. Das wäre schön, aber stimmt ja nicht. Ist das vielleicht eine Überproduktion von Augenflüssigkeit? Dass das Menschen sind, denen permanent die Augen tränen, das gibt es ja. Die dann mit diesen Taschentüchern rumlaufen und... Sind wir beim Zahnarzt, wenn man da bestimmte Nerven trifft und bohrt, dass man nichts verhindern kann, dass einem die Tränen runterlaufen. Das kann auch vor Schmerz passieren. Ja, natürlich. Krokodile sind ja so Kaltblüter, Warmblüter, die bewegen sich ja kaum. Also die bewegen sich kaum und trotzdem laufen ihnen möglicherweise Tränen runter. Das ist vielleicht auch beim Menschen, wenn, ich sag mal, Otti Fischer bewegt sich ja auch nicht so viel. Sodass dann, wenn der jetzt an zu weinen fängt, dass dann dicke Tränen kommen und das ist das sogenannte... Anders, wenn der sich bewegen muss, kommen dicke Tränen. Genau. Also Krokodilstränen, ich glaube, es ist eine Tröpfchenbildung am Körper. Vielleicht ist... Aber wo bilden sich denn beim... Also wo bilden sich bei dir Tröpfchen? Wie wär's denn mit Inkontinenz? Ja, ich hab... Mein Körper denke ich doch direkt an eure Körper, ihr Lieben. Oder es ist dieser berühmte letzte Tropfen, der da immer abgeschlagen wird. Nein. Also,
so. Ihr den nicht hättet. Diesen berühmten letzten Traum. Nein, aber wir haben Papier. Ich glaube nicht, dass ihr das benutzt beim PB. Das ist eine Unverschämtheit. Nein. Jetzt, bevor jetzt hier auf unsere vernachlässigte Hygiene herumgeht, da hilft kein Schütteln und kein Klopfen. In die Hose geht der letzte Tropfen. Und wenn es jemanden... Und wenn es jemanden draußen in der weiten Welt gibt, vielleicht hört ein Urologe zu, der eine Lösung für dieses Problem gefunden hat. Ich will sie wissen. Ich auch. Und Millionen Hausfrauen auch. Die gibt schon. Nennt sich Camellia. Nennt sich Pampers. Wie war nochmal die Frage jetzt? Was ist das Krokodilstränenphänomen? Ja, dicke Tränen. Möchte ich gerne dicke, wissen. Oh ja, und ich fragte, ob wir in der Urologie sind, Herr Balder. Da sind wir nicht, nein. Aber wir sind doch beim Auge. Bauchspeicheldrüse. Ja, jetzt gehen wir alle Organe durch. Leber, Lunge. Bauchspeicheldrüse. Milz. Ich glaube, ich sag's euch lieber. Ja. Das ist, wir sind heute einfach... Oder ist es, wenn man... Was, mit? Wir sind zu schlau. Lass mich mal. Wer hat gerade was gesagt, woraufhin er machte? Niemand. Nee, hat er nicht. Niemand. Ich würde sofort auf diesen Zug aufpassen. Das ist aber auch nicht, apropos Zug, wenn es zieht und dass es einem dann die Augen... Wann kriegt man... Ja, Zug oder... Es hat mit Augen ja nichts zu tun. Doch. Nein, er hat doch gesagt, Augenheilkunde, nein. Mit Augenheilkunde hat es nichts zu tun. Es hat mit den Augen zu tun. Mit den menschlichen Augen. Aber mit Optikon hat es zu tun. Hat es was mit Kontaktlinsen zu tun? Überhaupt. Ah. Das hat was mit den Augen zu tun, aber nichts mit der Augen. Es geht doch um die Augen. Ach, der Herr Balder, ganz schlau. Mahlzeit. Entschuldigung. Bitteschön. Krokodilstränen. Es hat was mit den Augen zu tun. Mit den Hühneraugen. Es hat was mit den Augen zu tun. Das Krokodilstränenphänomen. Im Zug. Es hat was mit den Augen. Ja, aber wie ein sudderndes Hühnerauge. Gerstenkorn. Nicht, wenn man dieses Herr Doktor, ich habe ein Gerstenkorn, behalten Sie es im Auge. Gibt es? Danke, Herr Balder, den Witz habe ich 15 Jahre nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, was noch geht. So, letzte Chance für Holger und dann... Die Tränen, wenn ich direkt an Auge, wenn die Tränen, Flüssigkeit, die fließt ja im Auge über die Nase ab, weil da eine Verbindung ist. Ja. Vielleicht ist das Krokodilstränenphänomen, dass die verstopft ist, das ist dann nämlich ein Nasenproblem, und im Auge sich bemerkbar macht. Ich sag's euch. Gut. Also, zuerst wollen wir mal feststellen, dass Wissenschaftler beobachtet haben, dass Krokodile beim Essen weinen. Das ist doch erzählt. Das ist eine Tatsache. So, jetzt sage ich euch, was das Krokodilstränenphänomen ist. Wir befinden uns zum Beispiel im Inneren des menschlichen Kopfes. Da gibt es tausende von Nerven und die sind ziemlich empfindlich. Und zum Beispiel beim Schädelbruch können diese Nervenstränge unterbrochen werden. Das kann passieren. Und jetzt kann man plötzlich nicht mehr lachen, weil der entsprechende Gesichtsmuskel nicht mehr mit den richtigen Informationen versorgt wird. Genau der Gesichtsmuskel ist auch für die Steuerung der Speicheldrüse verantwortlich. Im Mund, wenn man eine Spucke hat. Und der Körper versucht jetzt, die Nerven zu regenerieren, beziehungsweise er versucht, neue Nervenstränge aufzubauen. Und es kann passieren, dass die neuen Nerven in die falsche Richtung wachsen. Zum Beispiel in die Tränendrüse. Und dann gibt es Leute, die, wenn sie essen, keinen Speichel mehr haben, sondern dabei weinen. Und das ist das Krokodilstränenphänomen. Das ist eine medizinische Angelegenheit. Und ich dachte immer nur, ich weine vor Glück beim Essen. Sie vielleicht, das kann sein. Auf jeden Fall Nadine Kraft. 500 Euro gibt es für Sie. Gratulation. Die spucken dann durch die Augen, oder? Ja, also die haben keinen Speichel mehr, weil die Nervenstränge unterbrochen sind. Und die, aber wenn die keinen Speichel mehr haben, wie können sie denn dann essen? Wie oft kommt das denn vor? Schwierig. Das kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor, aber zum Beispiel bei einem Schädelbruch kann es passieren. Wahnsinn. Irre. Ja. Jetzt kommt eine wunderschöne Frage von Stefan Banz aus Leverkusen. Er möchte gerne wissen, warum stellte die Fachhochschule Gelsenkirchen der Stadt Hamburg 13 Gläser Pflaumenmus in Rechnung? Wie viel? 13 Gläser. Die Fachhochschule. Warum stellte die Fachhochschule Gelsenkirchen? Ja, für welches Fach ist die zuständig? Das sage ich euch nicht. Ah, danke. Der Stadt Hamburg 13 Gläser Pflaumenmus in Rechnung. Pflaumen. Weil die das angefordert haben. Es wird ein ganz besonderes Pflaumenmus gewesen sein. Haben die Hamburger angefordert. Die Fachhochschule hergestellt. Die arbeiten doch zusammen. Gentechnisch verändert natürlich. Vielleicht? Nein, die haben das tapfere Schneiderlein nachgespielt in Hamburg. Und die haben da oben, die haben ja keinen Pflaumenmus, ne, da wächst ja sowas nicht, ne, die haben keinen Pflaumenmus.
Und dann haben die da angerufen in Gelsenkirchen und gesagt, immer klar, aber schieh euch sofort, ne? Und dann haben die da mal 13 Gläser rübergeschickt und dann haben die da ihr Theaterstück aufgeführt mit dem Tapfred Schneiderlein, die Fliegen da drauf erschlägt und wunderbar. Also die Fachhochschule Gelsenkirchen, er sagt uns nicht, was es für eine ist, ja, ist auf irgendeinen Studiengang spezialisiert. Richtig. Die Stadt Hamburg hatte ein Problem und hat diese Fachhochschule angefragt, das zu lösen, ja, oder das zu erforschen. Zum Beispiel. Und diese Fachhochschule hat also jetzt offensichtlich mit Pflaumenmus etwas fingiert oder etwas improvisiert und hat daraufhin dieser Stadt Hamburg eben das in Rechnung gestellt. Ja. Die Frage ist jetzt was? Geht es eventuell um Hundekot? Geht es um Kackimitat? Also, ich glaube, dass es eine technische Schule ist in Gelsenkirchen, technische Hochschule. Und die haben mit dem Pflaumenkuss etwas... Pflaumenmus, etwas imitiert. Deswegen bin ich jetzt gerade mal bei... Was haben Sie denn imitiert? Ja, ich bin bei Hundekot. Ich bin bei Kot. Was könnte man aus Kot? Bei Kot. Wir sind bei Kot. Es geht um Toiletten oder Abwassersysteme. In Hamburg ist Airbus. Da haben Windeln, wir doch die Toiletten. Windeln, die Toiletten. Windeln, die Toiletten. Windeln, die Toiletten. Windeln. Die Toiletten. Windeln. Nein, die Toiletten. Doch. Für den neuen Airbus, für den neuen großen Airbus A380 haben Sie doch diese riesigen Toilettensysteme. Aber das würde doch nicht die Stadt Hamburg machen. Macht das würde doch die Firma Airbus machen. Die Stadt Hamburg. Für ihre städtischen Klos. So, die haben eine städtische Kloanlage oder irgendetwas gebaut, gemacht. So. Ja. Und um zu testen, ob sie das saugt oder zerhäckselt. Ich glaube, es ging um zerhäckseln. In der Pflaumenmus musst du doch nicht zerhäckseln, du Idiot. Nein, aber bei dem... Aber bei den ganzen Pflaumen. Also jetzt wird es wieder kompliziert. Eben war es so einfach. Die waren Klos, die haben Klos getestet. Ja nicht, jawohl, haben sie. Hänge oder Stehklos? Ist völlig egal. Die haben Klos getestet und um den Abfluss zu testen, nimmt man am besten Apfelmus, weil das die beste Simulation ist. Pflaumenmus sind, ja gut, Apfelmus ist dann durch. Pflaumenmus ist von der Farbe einfach realistischer. Ja, natürlich. Um zu testen, ob das dieselbe Konsistenz hat und ob das dann funktioniert. Nee, nicht, ob es dann funktioniert. Aber ich muss im Prinzip so gelten. Das, die Gründe könnt ihr gar nicht wissen, aber es ist richtig. Ich lasse es mal so gelten, richtig an. Ja. Also die Antwort stimmt in dem Sinne, dass mit dem Pflaumenmus halt kurz simuliert wurde und dass Toiletten getestet wurden. Warum und wieso, sage ich euch jetzt, das kann man nicht wissen. Es ist das Labor für Sanitärtechnik der Gesamthochschule Gelsenkirchen. Und die bekam von der Stadt Hamburg den Auftrag, die Spüleigenschaften von Toiletten zu testen. Hintergrund, um diesen gesamten Wasserverbrauch zu senken, sollen in den WCs in Hamburg von öffentlichen Gebäuden besonders sparsame Toiletten zum Einsatz kommen. Also testeten die Fachhochschule in Gelsenkirchen die Toiletten zahlreicher Hersteller, um herauszufinden, welche ist am sparsamsten. Und dazu brauchten sie insgesamt 13 Gläser Pflaumenmus, also Pflaumen, die sie dann hinterher der Stadt Hamburg in Rechnung gestellt haben. Ich persönlich hätte es mit Mousse au Chocolat aber vielleicht ist ja eigentlich immer nur zu weich. Ja, aber vielleicht testen sie ja auch für Altenheime. Ja. Man weiß es ja nicht. Aber sind denn die Gläser überhaupt da durchgegangen? Also Stefan, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt kein Geld. So, pack. Geht nicht. Pack. Scheißklo. Pack. Jetzt könnte ich euch die nächste Frage stellen und dann ein bisschen Werbung machen, dann können wir überlegen. Oder ja, das ist ja gut, der Steckerfänger heißt das. Ja? Gut, wollen wir das mal so machen? Wir lösen jetzt. Wollen wir das so machen? Gut, dann frage ich jetzt erstmal, oder sage erstmal, dass die Frage von Jürgen Paulus kommt. Er wohnt in Völkling, das liegt im Saarland. Und Jürgen Paulus möchte wissen, was ist ein Abwurfbeutel? Denkt drüber nach, was ist ein Abwurfbeutel? Beziehungsweise nicht ich, sondern Jürgen Paulus. Und der Hohe sagte sofort, er wird es wissen, also was ist es? Nein, ich war froh, dass Pause war. Verstehst du? Ein Abwurfbeutel, weg damit. Ich bin nicht geboren, ich bin geworfen. Ja. Storch brachte ihn hat der Esel im Galopp verloren. Der Abwurfbeutel ist ein Beutel, der am Obstbaum unter einer Frucht hängt, damit wenn die... Unter welcher Frucht? Melonen zum Beispiel. Damit, wenn der Baum die Frucht verliert, also abwirft, sie nicht kaputt geht. Und zwar gibt es sogar ein Gartengerät.
Nein, doch, Frikadellen, da gibt es. Nein, da ist ein Beutel dran. Mit so der Werbung, wie viel zahlen wir? Das ist kein Apfelbeutel. Das ist Apfelbeutel. Apfelbeutel, man weiß ja nie genau, wann sie richtig reif sind. Und wenn einen bestimmten Punkt der Reife erreicht, dann fallen sie von alleine runter. Und damit sie nicht kaputt gehen, macht man so ein Apfelbeutelchen drüber. Das funktioniert. Ist das richtig? Nein. Stimmt. Genau, haben wir doch, wir kennen doch den Apfelbeutel alle aus dem Flugzeug. Haben wir alle vor uns im Täschchen diesen kleinen Beutel. Das ist der Auswurfbeutel. Ja, aber danach nimmt ihn die Stewardess, wenn das schön gefüllt ist, macht die Tür auf und lässt ihn raus. Was? Das ist der Abwurf. Ja, die wollen das doch weghaben. So, das riecht so streng. Ich dachte, die macht erst die Seitenscheibe hoch. Ja, das geht bei manchen, bei den großen Es gibt ja diese Care-Pakete, die man aus dem Flugzeug abwirft. Die damit die nicht so groß sind. Weil die, man nimmt immer so kleine Abwurfbeutelchen. Hast du mit so einem Fallschirmchen? Mit einem kleinen Fallschirm dran, ein paar Gummibärchen drin und runter. Das ist, wenn man als Jugendlicher zu Hause ausgezogen ist, kommt man nach Hause und gibt der Mutter die Wäsche in so einem Beutel, das ist der Abwurfbeutel. Hier, wasch mal. Also ich bin im Moment gerade beim Sport. Ja. Abwurfbeutel, weil Abwurf assoziiere ich mit Sport. Abwurf, einen Ball zu werfen. Sind wir im Sport, Herr Ball? Wenn sind wir im Sport. Abwurf, ne? Wir haben heute so viel über Kloschüsseln Kot und so weiter gesprochen. Hat es vielleicht auch damit ist ein Abwurfbeutel. Ist das eine Windel. Ist eine Windel. Oder wo, ein Abwurfbeutel ist eine Windel. Ist eine Windel. Toilette. Windel. Nein. Hängend oder? Aber Sport war jetzt richtig, oder? Nein, Sport ist nicht richtig und Windel auch nicht. Nein, natürlich nicht. Ist das was zu essen? Habe ich einen Abwurfbeutel, Herr Balder? Ja, im Gesicht. Das ist Tränensäcke, das ist was anderes. Ich weiß es zwar nicht, aber nein. Nein. Mit Sicherheit nicht. Also Menschen haben keinen Abwurfbeutel. Ist das vielleicht sowas, ich bin Menschen benutzen einen. Ach, ja. Vielleicht ist das Gegenteil vom Windbeutel. Das ist der Abwurfbeutel. Der Sturmsack. Das ist ein Gebäck, ja, ist schön. Das ist ein Gebäck. Das ist ein Gebäck, Fesselballon. Moment, der Abwurfbeutel ist ein Gebäck. Ja, es gibt Windbeutel und es gibt Abwurfbeutel. Das ist eine Spezialität in Hamburg. Die wurde mit dem Pflaumenmuster. Die arbeiten auf der Kirmes. Also heute ist ja Dosen werfen und früher haben das. Es gibt es ja wirklich. In Thailand gibt es wirklich noch, sitzen so Mädels auf so Planken und da dürfen die Menschen dürfen diese Mädels, die auf den Planken sitzen, abwerfen. Das gab es bei unserer kleinen Farm auch. Da saß Nelly Olsen drauf. Nelly Farm? Ja. Und wenn da jetzt einer, so ein Gebeutelter, so, der wird halt dann abgeworfen. Das ist dann der Abwurfbeutel. Herr Baller, ist das ein alter DDR-Ausdruck für Airbag? Schatz, Airbag, weiß ich, ob der Trabi schon ein Airbag hatte? Nein. Sein Abwurfbeutel ist nicht aufgegangen, jetzt sieht er die Jahresendfigur. Der Ballon. Drei Vorschläge. Ja. Staubsauger. Drei von Holger. Erstens. Achtung. Fesselballon. Zweiter gleich. Tauchen. Dritter. Seefahrt. Nächste. Vierter, Staubsauger. Staubsauger. Staubsauger war Herr Appel. Was ist Staubsauger? Der Staubsauger? Ein Abwurfbeutel. Wahrscheinlich gibt es so Leute, die staubsaugen und dann gibt es einen sogenannten Abwurf. Da kann man auch auf den Knopf drücken und dann habe ich noch nie gesehen, so einen Staubsauger. Aber sehr praktisch, weil ich saug so viel. Hoover. Ich bin ja ein... Natürlich. Hoover. Natürlich, Abwurfbeutel, die entsorgen doch in den Weltraum durch so eine Schleuse. Ihre Pflaumenmus. Ja, und so. Geht doch da alles raus. Ja, machen die wirklich. Und das müssen die in Abwurfbeutel das tun. Wir haben aber damals auch schon das gehabt, dass die gerne beim Fiaker die Pferde in Wien äppeln und die hatten auch so Beutelchen unterm Schwanz. Die hießen aber nicht zufällig so. Ich sag's euch. Bitte. Ja, mit Abwurf bezeichnet man in Krankenhäusern medizinischen Sondermüll. Ah, wusste ich doch. Alles, was zum Beispiel bei Verbandswechseln, Infusionen und so weiter am Krankenbett anfällt, Kanülen, Mullbinden, den ganzen Driss. Und dieser Abwurf wird in speziellen Beutel entsorgt, dem sogenannten Abwurfbeutel. Jürgen Paulus aus Völkling, 500 Euro. Gratulation. Eine ausgesprochen schöne Frage kommt jetzt von Michael Aschoff. Er wohnt in Wuppertal. Also ob die schön ausgesprochen ist, entscheide ich, nachdem du sie formuliert hast. Ich werde es versuchen. Michael Aschoff aus Wuppertal möchte wissen, was ist ein Eierkabarett? Ach, jetzt hör aber mal auf. Ich finde das eine Diskriminierung. Was ist denn das heute für eine Sendung? Auf mir rumzuhacken, das ist eine Riesensauerei. Ich möchte den Unterhosenwitze-Erzähler habe ich schon gehört. Hosen, wie heißt das? Taschenbillard. Doch, das hier, was man immer spielt. Es gab tatsächlich mal in der DDR, in Ostberlin gab es tatsächlich mal ein Kabarett, das nannte sich das Ei. Und die haben Eierkabarett gemacht. Ja. Da kannst du nichts gegen sagen. Ich glaube, Eierkabarett ist, wenn die Henne sich ihres Eis entledigt hat, sich umdreht und einen Witz erzählt. Ja, so ähnlich.
Und dieses Ei erzählen so keine Witze. Sie zeigen Missstände auf. Also, das heißt, und das Ei dann so, das Ei so döllige kleine Geschichten erzählt und die Henne lacht sich schlapp. Leute, Eierkabarett haben wir doch alle jeden Morgen. Wenn dein Schatz dir dein Ei bringt und du sagst, es ist zu hart oder es ist zu weich, ne, und dann geht das los, wie viele Minuten war es denn? Ich will es aber 3 Minuten, nein, oder 4 Minuten, stimmt was mit deinem Gefühl nicht und so weiter. Hat Loriot alles schon ver, ne? Das ist Eierkabarett, haben wir jeden Morgen beim Frühstückstisch. So Leute, jetzt Paris. Mal ganz, ja bitte. Paris. Ach. Es gibt ja, also nicht nur, also Kabarett muss man ja im Kabarett. Im Kabarett. Ja, aber ist ja vielleicht einfach nur falsch ausgesprochen. Kann ja mal sein. So. Es kommt aus dem französischen Wort Kabarett, kommt aus dem französischen Wort Kabarett. Ja, ist eine homosexuelle Tanzgruppe. Eine homosexuelle Tanzgruppe. Ein Hahn, der Eier legt? Das Eierkabarett. Ja, sind nur Männer, die da irgendwie uns... Kabarett, also Kabarett muss es ja. Lass mal, ist okay. Ist ganz so, ruhig, ganz Vorschlag. Ruhig. Kabarett heißt vielleicht ursprünglich kleiner Raum oder Kammer. Kabinett heißt das. Oder Kabinett, so. Mhm. Vielleicht ist das Eierkabarett. Kleine Eier, oder? Die. Alles, was klein ist, damit kennt er sich ja auch. Das heißt. Also, das und, kennen wir gar und wenn, nicht. So, vielleicht handelt es sich dabei einfach nur um ein. Vielleicht ist einfach nur diese Papppackung, die man Eierkabarett nennt. Nein, weil es darin gesammelt wird. Also ja, genau. Und ich war in der industriellen Verpackung auch von Hühnereiern, bevor die vielleicht in die Pappkartons rollen. Ja, dass die vielleicht durch, also im Kabarett, beim Theater hat man ja gerne mal einen Vorhang. Und das Eierkabarett ist vielleicht so eine Vorrichtung, wie eine Art Vorhang, wo die Hühnereier von Dreck und Federn befreit werden. Weißt du, so zwei Lappen, da werden die von Dreck und Federn befreit und dann rollen die weiter auf dem Fließband. In die kleinen Kartons. Und diese kleine Säuberungsvorrichtung, weil es aussieht wie ein Vorhang, nennt man das Eierkabarett. Ist schon klar. Oder nein, bei der Sortierung. Und zwar, wenn die nach Größe sortiert werden, dann fahren die über so ein Fließband und werden gerüttelt, damit die durch gerüttelt die entsprechende Loch... Gerüttelt das kommt ganz drauf an, ob links oder rechts drehende Eier. So. Oh, ein gedrehtes Ei. Mm. Oh, wir hören Musik, ich freue mich. Lala. Weiter. So, und ich kann nicht dran gehen, wenn es meine Mutter ist. Ich muss arbeiten, wobei sie hält's für live. Die. Und wenn das jetzt über dieses Fließband läuft, dann wackelt das immer so hin und her und das macht dann immer so, wie wenn ich so im Kabarett. Ist das? Nein, ist das nicht beim, ihr kennt doch auch noch beim Arzt oder ne, bei der Musterung. Und wir Männer kennen das ja. Bitte husten. Ne? Da greift der Arzt mal beherzt uns zwischen die Beine, liebe Damen, das, ne? Und so sagt, bitte mal husten. Und da gibt's ja groß. Hat er gesagt, Respekt. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du so ein Kandidat warst, wo es eher so ein Eierkabarett war, so, wo er hingefasst hat und sich kaputt gelassen hat. Ich habe jetzt so. Noch eine Theorie. Letzte Chance, Frau von Sinn. Wir sind bei einem Ornithologen. Also Kabarett, Paris, Folisien und wie sie alle heißen, haben so schöne Federkleidern. Das heißt, der Ornithologe sagt zum Beispiel bei einem Pfau, Pfauenmädchen werden doch auch Eier legen. Der Vogel an sich legt doch Eier. Wenn der Pfau, das Pfauenmädchen hinten vielleicht so ihre Federn so auffächert, dann nennt er das... Ich sag's mal lieber gleich. Ich hab noch eine... Letzte Chance, dann sag ich's euch. Ich habe eine Theorie. Es genbehandelte Eier. Also, ich sag's euch. Nein, es... Ganz ruhig. Ich sag's euch. Also, lass stecken. Kabarett ist abgeleitet vom französischen Cabaret, bedeutet dort Kneipe oder Lokal. Die lateinische Wurzel des Wortes bedeutet hohl. Was? Hohl. Hohl. Beziehungsweise Höhle. Das ist die lateinische Bedeutung. Zur Bedeutung Kneipe. Lokal kam es, weil früher halt Kneipen sehr oft in Kellern oder in Höhlen beheimatet waren, weil dort die Getränkekühe gelagert wurden. Das ist die Bedeutung von Kabarett. Und in unserem Falle bedeutet Kabarett Aushöhlung. Und ich darf die Serpel mal bitten, mit dem Eierkabarett mal reinzukommen. Ah, oh, russische Eier. Das ist ein Eierkabarett. Ein Tablett nein, mit Aushöhlungen. Für hart gekochte Eier. Mutti hat's zu Hause nicht. Oh, das so was, ich hab mich nicht mehr dran. Oh Gott. Dieses Tablett nennt man Eierkabarett. Michael Aschow aus Wuppertal, 500 Euro für Sie. Gratulation. Ich kann ich sehr, das mal aus der Nähe sehen? Ich krieg's rein. Lassen Sie es doch mal rumgehen. Ich freue mich sehr. Ich werde das jetzt aufessen und dann werde ich es euch zeigen. Das leere natürlich nicht. Ihr könnt jetzt gerne mal kosten. Ich
reicht das jetzt, warum ich serviere das jetzt. Ich spiele jetzt mal die Mamsell für euch. Die Kaltmamsell. Die Kaltmamsell, natürlich. Die Kaltmamsell. Deswegen habe ich das ja angezogen, als ich Oberkellner bin. Gut, das war sehr interessant. Habt ihr was gewusst? Ja. Nein. Ja, ja doch. Also, eine haben wir. Immerhin. Na gut, es lohnt sich. Meine Damen und Herren, nächsten Samstag sind wir wieder da. Das war's. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.